Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier im Krankenhaus unterwegs und haben 3 von 4 Platten gefunden. Und ich würde doch jetzt gerne nochmal, die ist abgeschlossen. Wie, warum ist die abgeschlossen? sehr interessant. Okay, weil ich würde gerne nochmal in diesen Bereich mit dieser Pflanze zurück. Weil es war nämlich eine fleischfressende Pflanze. Und wir haben doch eine Blutkonserve im Inventar. So, wir sind aber schon im zweiten Stock. Der war, glaube ich, im zweiten, ne? Oder? Oder im dritten? Oder doch im ersten? Wartet mal. Ist ja doch im ersten der Raum. Wartet mal. Müssen wir mal gucken jetzt. Jetzt rennen hier wieder Zombies rum. Ich glaub's nicht. Ich hab die doch alle beim letzten Mal platt gemacht. Da ist noch ein Tonikum. Noch ein Tonikum. Wie viele Tonikas waren denn hier? Aber warum rennen jetzt hier nochmal Zombies rum? Ich hab die doch eben alle platt gemacht. Verdammt nochmal. Geh hier rein. Nee, das geht nur in den Keller. Nee, wir müssen nicht in den Keller. Wir sind im Erdgeschoss oder so, ne? Ach man, das ist so ärgerlich, dass jetzt noch ein blöder Zombie rumläuft. Na gut, aber an dem kann man ja leicht vorbei. Ganz ehrlich. So. War das hier? Nee, hier war der Speicherpunkt. Verdammt, wo war das nochmal? Der Raum mit der Pflanze. Oder diese Platte noch offen war. Oh Gott. Alter, die sind schnell. Die sind sau schnell, die Zombies hier. Meine Güte. So. Müssen wir aufpassen, ne? Klemmt. Wir durchsuchen jetzt einfach nochmal alles. So, war das hier zufällig? Ah, nee, hier war leer, ne? Ah, verdammt. Okay. War das hier? Ich bin doch nicht so gut mit der Orientierung hier in diesem Krankenhaus, aber ich hoffe, dass das sich bald wieder einpendelt. War das hier? Ich suche diesen Raum, Freunde, wo diese Pflanze war, die wir in der letzten Folge gesehen hatten. Weil da würde ich gerne noch mal gucken. Zombie. Ah, okay. Ich glaube, das war ziemlich hier in der Nähe. Wenn nicht auf diesem Stockwerk, dann auf dem über uns. Okay. Ja, guck noch mal hier hinten. Nee, das klemmt auch. Okay. Dann gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Bitte gib mir den Raum mit der Pflanze und den Raum, wo wir die 4 Steine einsetzen müssen, weil ich glaube, da geht's weiter. Ja. Wartet mal. Sonst ist hier nichts, ne? Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier rein. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Dass wir hier relativ in der Nähe sind. Die Klemmen. Das war hier die Killerliste. Na, immerhin sind die Zombies hier weg. Ich glaube. Achso, nee, hier ist auch wieder so ein Krankenzimmer nur. Ah, verdammt. Ich will ja auch wieder aus dieser ekelhaften Alternativwelt raus. Ah, hier war das. Hier war das mit der Tür. Okay, aber wir brauchen noch. Wir brauchen noch einen Stein. Einen einzigen Stein. Das Schloss klemmt. Hier kommen wir doch her, oder? Ja, hier kommen wir her. Okay. Da ist die Tür. Okay. Dann gucken wir doch noch mal hier, ob hier noch irgendwas aufgeht. Nee. Okay. Ach, ich bin auch wieder hier falsch rumgelaufen, ne? Ich muss noch zu diesem Raum mit der Pflanze.
Die klemmen alle. Wo war diese blöde Pflanze nochmal? Da ist sie! Okay, wir haben die Pflanze. Weil ich habe mir das nämlich eben mal überlegt. Was essen denn fleischfressende Pflanzen gerne? Blut, ne? Und wir haben doch hier eine Blutkonserve gekriegt. Wartet mal. Ist das zufälligerweise das Rätselslösung? Ja, tatsächlich! Da liegt auch noch Blut auf dem Boden. Ja, ja. Geil. Okay, auf, ihr könnt uns die Platte holen. Die Hutmacherplatte. Wunderbar. Dann lasse ich dich mal in Ruhe da weiter fressen. Die ist so beschäftigt mit ihrem Blut da. Das ist ekelig. Okay. Das heißt, wir können endlich weitermachen. Jawohl. Die Frage ist, was ist hinter der Tür, ne? Und wo ist die blöde... Hier ist sie. Okay. Jawohl. So. Das heißt... Rätselzeit. Das heißt, wir haben... Rot, Grün, Blau, Gelb. Okay, Grinseplatte. Weinerliche Schildkröte. Verrückter Hutmacher. Herzkönigin. Okay, und wir haben hier oben links, unten rechts, oben rechts und unten links. So. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Okay. Das heißt, Sonne ist ja gelb, ne? Und der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Also, oben rechts. Bittere Mandarinen. Vierblättriges Glückskleeblatt. Veilchen im Garten. Ja, Veilchen, das ist ja schon... Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlammseite. Okay, was für Farben haben wir denn da schon? Wir haben... Unten ist lila. 4 quadratische Vertiefungen in der Tür. Ja, ist jetzt die Frage. Blau muss ja auf jeden Fall nach oben, ne? Weil blau ist ja der Himmel. Aber die Frage ist, wo oben? Rechts oder links? Ich mach's jetzt einfach mal oben rechts rein. So. Also den Himmel haben wir jetzt. Die Veilchen haben wir auch. Das Kleeblatt ist irgendwie... Na, wartet mal. So. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Ah, Wolken. Das heißt, die Sonne wird bedeckt. Wartet mal, Wolken? Die... Okay. Bittere Mandarinen. Mandarinen sind orange, ne? Vierblättriges Glückskleeblatt. Veilchen im Garten? Okay. Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit aus einem aufgeschnittenen Handgelenk fließt. Ist das vielleicht in der Reihenfolge? Wartet mal. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen. Bittere Mandarinen. Glückskleeblatt. Wartet mal. Wie viele Einkerbungen sind das? Das sind 8 Einkerbungen und 8 Hinweise. Okay. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Das heißt, Wolken, die über einen Hügel ziehen. Wir haben ja schon eine Farbe in der Mitte, ne? Die Wolken? Okay, die Wolken sind oben in der Mitte. Die Wolken sind oben in der Mitte.
die über einen Hügel ziehen. Okay. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen, das müsste ja dann rechts sein, oder? Wenn das im Uhrzeigersinn geht. Die bitteren Mandarinen. Ja, die sind so bräunlich. Okay. Das heißt, was kommt nach den bitteren Mandarinen? Vierblättriges Glückskleeblatt. Grüne Platte. Ha! Wartet mal, haben wir eine grüne Platte? Das geht im Uhrzeigersinn. Haben wir. Okay. Alles klar. Ich will keine entfernen. Tu die grüne Platte nach unten rechts. So. Okay, wo soll die Platte eingesetzt werden? Alles klar. Dann müssten nach dem grünen Kleeblatt die Veilchen kommen. Im Garten. Veilchen im Garten, ja. Löwenzahn am Wegesrand. Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit aus einem Aufwärtsschlag. Okay, die Flüssigkeit ist rot. Das heißt, das Rote ist oben links. Juice. Weil die Flüssigkeit kam als letztes. So, und das Gelbe dann unten links. So. Dann bleibt es ja nur noch das hier. So, ist das jetzt korrekt? Ha! Boah, ist das gut, ne? Boah, mein Hirn ist so gut. Nee, sorry, aber wirklich, also das, da muss man da erstmal drauf kommen, dass das im Uhrzeigersinn ist und dann noch die verschiedenen Farben. Ha, ja, krass. Okay, sehr gut, wir können hier rein. Alter, wow! Noch mehr Zombies hier. Scheiße! Warum? Mann, oh. Oder wartet mal, ich mach das anders. Den werde ich einmal so... Ah, wartet mal, der ist sowieso schon kaputt. Ja, danke. Da ist noch einer. Okay. Ich möchte gerne Schrotmoni sparen, Freunde. Nicht abgeschlossen. Okay, aber das ist, glaube ich, ein alter Bereich. Da kamen wir her, oder? Genau, da kamen wir her. Und Zombies mit einem Knüppel will ich jetzt nicht unbedingt. Boah, wie viele Gegner sind denn hier? Ich brauche doch meine Shotgun noch. Oder wisst ihr was? Ich messer die jetzt. Ich muss Shotgun-Muni sparen, ohne Scheiß. Weil wir haben nicht mehr so viel Schuss damit. Ich messer die jetzt. Ist mir scheißegal, ich messer die jetzt. Wir machen einen Messerkampf. Boah. Die halten aber ganz schön viel aus, ey. Alter, ja. Ist ja gut. Wir haben ja genug Tonikas. Ja. Alter Schwede. Ihr haltet aber auch viel aus. Boah. Die halten aber auch was aus, ne? Messer weiter. Mann. Ah, das Messer ist nicht gut. Ich hasse Messern. Ich hasse Zombies Messern. Tonikum nochmal benutzen hier. Ich möchte die Shotgun-Muni sparen, ohne Witz. Okay, dann komm du als erstes. Aua. Okay, zweimal treffen. Okay, dreimal. Ja. Diese blöden Zombies hier. Einfach weiter drauf. Aua. Das muss jetzt nicht sein, dass der uns nochmal trifft. Okay. Ah, Mann. Okay. Wie geht's uns? Ja, das frisst jetzt natürlich Tonikas, ne? Aber hier laufen halt tausende Zombies rum. Da ist der nächste. Ne, wisst ihr was?
Ich schieße einmal mit der Schrot drauf. Ein einziges Mal noch. So, schieß drauf. Und den Rest messern wir dann. Ja, das ist jetzt unsere Taktik hier. Den Rest messern wir. Aua, warum bist du nicht kaputt? Weiter drauf. Mann. Okay, Tonikum. Her damit. Okay, ja, wie gesagt, wir müssen Munition sparen hier. Hier sind aber auch sau viele Türen, ne? Und sau viele Gegner. Guck mal, da ist noch einer. Ja, ich glaube, dreimal können wir uns treffen lassen von denen. Und nochmal. Aua. Jetzt geht's um Leben und Tod hier. Boah, ey. Nee, geht noch. Okay. Mann. So, da liegen zwei Items für uns. Ein Schlüssel. Schlüssel zum Lagerraum im Untergeschoss. Jawohl. Keine Pistolenmuni, ne? Boah, ihr seid gemein, echt. Und hier liegt nochmal so ein Gürtel rum. Krasse Bucke hier, ey. So, ansonsten. Boah, ekeliges Krankenhaus. Okay, hier war nur das eine. Das heißt, hier hätten wir auch durchlaufen können, ne? Toll. Naja, gut, egal. Ich meine, wir haben genug Tonikas eigentlich. Boah, ist das ekelhaft. Ekelig, ey. Ekelig hier. So. So, jetzt laufe ich aber mal durch hier. Ein Desinfizieralkohol. Was? Alkoholflasche sieht leer aus. Okay, wir haben eine Alkoholflasche. Nichts Ungewöhnliches. Okay, ah, da ist er. Oh, lauf! Oh Gott. Sonst ist hier nichts, ne? Nee, dann lass den hier versauern. Ah, lass den hier versauern einfach. Ah, Mann. Ah. Dieses Spiel, ne? Sau spannend. Schloss klimmt. Hier hinten? Können wir rein. Endlich mal keine Zombies. Ein Verbandskasten. Okay, ja. Ich meine, davon haben wir ja auch schon zur Genüge eigentlich. Davon haben wir auch schon 10 Stück mittlerweile. Ich brauche aber Munition. Und da... Nicht abgeschlossen. Okay, aber das führt uns wieder in den alten Bereich. Ich glaube, wir... Ne, hier waren wir auch schon. Und hier sind wir reingekommen, ne? Genau, hier sind wir reingekommen. Alles klar, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal weiter, oder? Und dann hier hinten, oder... Ach nee, hier hinten war eine Sackgasse, ne? Ja, ja, hier war eine Sackgasse. Okay. Lass mich hier weg. So. Ja, lauf einmal im Kreis. Geil. So, dann nochmal über... Nochmal alles nochmal checken. Hier ist nur der Gegner. Aber wow, okay. Lauf einfach weg. Okay, da ist nichts. Okay. Das Schloss klemmt. Okay, das heißt, das war's hier. Weil hier drinnen war, glaube ich, nichts. Ne? Ne, da war nur das, der Verbandskasten. Okay. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Am Aufzug. Was haben wir denn an Items? Wir haben Feuerzeug. Ah! Lagerraum im Untergeschoss. Alles klar, das heißt, wir müssen nochmal Fahrstuhl fahren. Okay. Lagerraum im Untergeschoss, das heißt nach B. B wie Bertha. So, wunderbar. So. Dann schauen wir mal, was hier unten gebacken ist. Okay.
Okay, hier ist diese Leichenhalle. Oh Gott, Freunde, ich hasse das hier. Okay, hier waren wir aber schon. Wir brauchen diesen Lagerraum. Nee, das ist es nicht. Wo ist der Lagerraum? Ah, da ist der Lagerraum. Okay, was haben wir hier? Was? Da sind mehrere leere Flaschen. Brauchst du eine davon? Nö. Okay. Ah, diese Musik hier ist so stylisch. Ah, stopp. Munition. Dankeschön. Ah, sonst noch irgendwas? Lager. Oh, danke. Was? Da ist eine Flasche, die mit irgendeinem Medikament gefüllt ist. Besser nicht anrühren. Ja, lass lieber. Ich nehme aber die Pistolenmuni mit. Das heißt, wir können endlich wieder mit der Pistole rumraufen. Reload. So. Ah, wunderbar. Das reicht dann jetzt mal wieder für zwei Zombies. Gut, was ist hier? Ah! Guck mal. Wollen Sie den Schrank verrücken? Ja, Resi-Style. Okay. So, dann. Dahinter. So, dann. Was? Nichts Brauchbares in den Kästen. Okay. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie ein Korridor unter dem Gitterrost. Es lässt sich nicht öffnen, weil die Ranken drumherum gewachsen sind. Aha. Da kommt man nicht hin, oder was? Okay. Da können wir nicht weiter. Okay, aber wir hatten ja noch... Boah, diese Musik, ey. Boah. Die Musik ist einfach erstklassig hier, ey. Richtig schön gruselig gemacht. Aber wir haben noch ein paar andere Räume, oder? So. Über hier. Ah, hier ist dieser Generatorraum wieder. Ach, was ist das denn? Jetzt auf einmal. Ein Hammer. Was ist das denn damit auf sich? Notfallhammer. Sehr effektiv im Kampf, aber schwer einzusetzen. Oha. Neue Waffe. Okay. Interessant. So. Wartet mal. Ah, hier haben wir jetzt nämlich auch eine Karte. Na Gott sei Dank. Morge. Was ist denn das? Morge. Gucken wir uns nochmal an. Okay. Wartet mal. Haben wir nicht? Alkohol und ein Feuerzeug. Da möchte ich gleich mal was ausprobieren. Ha, okay. Aber wir gucken erstmal nochmal hier vorne. Ob hier noch irgendwas für uns ist. Ach so. Nein. Geh wieder hier raus. Geh bitte nochmal hier rein. Oh, diese Mucke. Diese Mucke, Freunde. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Wir haben Alkohol und ein Feuerzeug. Können wir die Pflanzen so verbrennen? Tatsache, Freunde. Oh mein Gott, das ist so gut gerade. Desinfizier auf die Ranken gegossen. Ja. Und dann jetzt mit einem Feuerzeug hinterher. Jawohl, Freunde, es funktioniert. Oh mein Gott. Geil. Okay, wir verbrennen die Ranken. Ach, sehr schön. Ah, geil. Okay, wir haben's geöffnet. Was ist das jetzt hier? Keine Landkarte von diesem Ort.
Wow, was für eine Kamerafahrt. Boah, was ist das? Okay. Ah, okay. Alter Schwede! Um Himmels Willen. Erschreck mich doch nicht so. Ich probiere es jetzt mal mit dem Hammer. Ah, sehr gut. Mit dem Hammer kann man die Zombies platt machen. Ja, sehr geil. Jawohl, Freunde. Ah, geil, okay. Alles klar. Ich bin ja fast froh. Mach den kaputt. Ah, geil. Mit dem Hammer kann man die Zombies platt machen. Sehr gut. Und weiter drauf da. Hahaha. Sehr geil, der Hammer. Wirklich. Sehr, sehr geil, der Hammer. Da kann man Munition sparen mit. Ah, danke. Danke, danke, danke. Drei Zombies hier, ey. Mein Gott. Wir befinden uns hier in irgendeinem. Wow! Irgendeinem Geheimgang. Okay, au! Was so? Geht hier weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Boah, ey. Lass mich in Ruhe. Mach den kaputt. Boah, Mann. Aber das ist echt genial mit dem Hammer hier. Mega nice, wow. Und hier ist es jetzt schon wieder keine Landkarte. Oh, shit. Was zur... Oh. Was ist das? Hier ist einfach gar nichts. Ja, dann geh halt wieder raus. Einfach so Psychoräume, echt. Ich könnte mal wieder Speicherpunkte brauchen. Okay. Ah, oh, der Hammer ist so effektiv gegen Zombies, ne? Unglaublich. Mach den kaputt. Ah, Gott sei Dank. Oh. Ein Videoband. Aha. Uralt. Okay. Boah, was ein Glück, dass wir diesen Hammer gefunden haben. Ein Videoband. Nichts auf dem Etikett. Gefunden im zweiten Krankenhausuntergeschoss. Boah, höchst interessant auf jeden Fall. Da sind wir hergekommen. Folge ist gleich wieder voll. Boah, das ist gerade so spannend, ne? Die klemmt. Die klemmt auch. Ist wieder so ein komischer Gürtel. Da hinten auch. Überall die Zombies hier, ne? What's this? Oh. Looks like someone's been here. Ah, das ist dieses Mädchen, was wir da immer gesehen haben. Alessa. Okay. Alessa? Ah. Da ist aber noch ein Schlüssel daneben, ne? Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Jawohl. Okay, das ist also Alessa, dieses Mädchen. Okay, interessant. Sonst haben wir hier nix. Ist das hier vielleicht was dabei? Nö. Ah, okay. Sie heißt also Alessa. Davon hattet ihr auch was geschrieben in den Kommentaren, dass dieses Mädel Alessa heißt. Schloss klemmt. Okay, ich bin ja fast froh. Ganz ehrlich. Weil dann haben wir den Bereich noch abgeschlossen hier. Dann können wir hier nämlich wieder raus. Und da hinten sind wir hergekommen. Okay, das heißt, wir haben dann hier nur noch einen einzigen Weg. Wieder so ein Rollstuhl hier. Gut, Freunde, da die Folge voll ist, ja, es tut mir leid mit dem Cliffhanger, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das sieht gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.